Alter. Was läuft denn hier? Was? Alter, was machst du da? Das sind Leichen. Jetzt. Alter, nee. Oh Mann, Outlast, die Entwickler, was haben die sich dabei gedacht, ey? Ist das so toll, wenn ich das jetzt mache? Oh, ich versteck mich lieber. Hier umsonst im Schrank. Oh, ETF, da vergeht sich an der Leichen, Alter. Oh, meine Brille sitzt gerade. So, jetzt geht's besser. Kopfhörer. Ah ja. Uiuiui. Ah, jetzt müssen wir wieder nach. Okay, das scheint auch noch eine Ewigkeit zu brauchen. Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Was heißt, ich muss nach draußen? Aber wofür dann nur deswegen? Ja, gut, dann muss man jetzt wieder nach draußen. Also es ist hilfreich, sich eine Hilfe da, beziehungsweise einen Gedanken festzuhalten. Aber ich glaube, das ist lange her, dass er mal eine Freundin hatte. Ich lasse am besten mal offen, weil man weiß ja nie. Licht an, ich sehe nichts. Von hier unten bin ich ja weggekommen. Frei ist, wo muss ich jetzt lang? Er hat das wieder unter Strom gesetzt. Hm, dieser hässliche Bengel, ey. Was? Was ist denn hier passiert? Das war gerade aber noch nicht. Ah! Oh! Das, wenn ich mich im Schrank verstecke, bringt das natürlich jetzt auch recht wenig. Das ist ein Anfall, ey. Können wir jetzt hier rein? Loppelt mir dann noch einen runter. Okay. Einfach normalisieren wieder. Junge. Okay. Okay. Also ich sollte vielleicht langsam laufen, weil selbst ich würde hier nicht mehr drüber rennen, weil es fühlt sich da unter den Füßen so ein bisschen komisch an. Auf diesem Metall. Die Abstände sind so groß, dass man. Wow, 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 wow. Okay.
Okay, was auch immer das war. Es scheint ihm hier nicht dabei gut zu gehen. Okay, was ist das hier? So alles offene, freie, große Räume, Gänge. Okay, das heißt, wir müssen da lang. Ja, mal schön vorsichtig zu machen hier. Er und seine scheiß Batterien. Muss ich jetzt schwimmen oder was? Jetzt müssen wir wechseln, denke ich mir mal. Ich sehe. Wir müssen da lang. Es kann aber auch sein, dass Virus braucht nicht so viel. Ich hänge immer so mit der Maus ein bisschen hier am Maus weg. Halt die Klappe, Mann! Wir haben keine andere Wahl. Kann auch sein, dass nur eine Leiche ins Wasser geschmissen hat. Man sieht aber auch nichts hier. Ja, und wo geht's jetzt hier lang? Kannst du mir das mal erklären? Ach, hier ist eine Leiter. Okay. Das heißt, die haben da gerade noch was runtergeschmissen. Mann, und mir rutscht schon die Hose. Also. Und ich habe gleich mal Wäsche gemacht. Scheiße, ich habe keine Hose mehr. Oh, Scheiße. Oh, du. Okay, ja, das scheint mir das sein, wo sein wir laufen sollen. Tunnel. Ja, da ist eine Kette vor. Da geht es nicht vor. Noch hin. Hä? Ach so, ich habe gar nicht gesehen. Entschuldigung. Ja. Okay, dann ich. So. Ja, da wird dann nicht viel. Ja, ja. Okay, dieses Spiel, das fordert einem echt die Nerven, das ist der Wahnsinn. Da, also das ist auch eins der Spiele, wo sie nicht nur die auch Grafik gut gemacht haben, sondern, was ich auch gut finde, die Soundunterstützung. Die haben die bestimmt so ein Orchester genommen oder sowas, das dann so das Spielerlebnis ja, deutlich verbessert. Also es ist dann elektronische Scheiße, mal da drauf, das was man hört. Aber bei so Orchester verbessert das erheblich, auch in Filmen und so weiter, diese Dramatik. Das ist, ja, das kannst du mit so einer elektronischen Kacke, kannst du das nicht machen. So, ich wollte gerade so aufsprechen. Was mag ihn da irgendwo zugestoßen sein? Wer hat ihn wohl da runtergeschmissen? Aber Wolfenstein habe ich jetzt noch ein paar Folgen. Das ist kein Problem. Und ich weiß noch, muss ich auch weitermachen, damit ich da zu Ende komme.
Und ja, hier jetzt halt. Bin gespannt, wann wir das durchhaben, auch das DLC. Also es muss sagen, wenn man schon Outlast 1 spielt, sollte man das sich das DLC auf jeden Fall geben. Ja, okay, also da müssen wir da lang. Obwohl jetzt links oder rechts gegangen wären. Speichert. Gut. Wow, guck dir mal den Berg an. Fantastisch gemacht. Wir sind nur Berge rumsrum. Okay. Oh, was eine Aussicht. Guck sich das mal an. Okay, nein. Da müssen wir da, wo das Licht ist. Warte, jetzt will ich mal wissen. Alles klar. Was ist hier passiert? Dass das Metall alles so kaputt ist, so brutal abgebrochen. Ui. Komm, 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 komm. Hoch, hoch, hoch. Nächste Brett. Hoch. Oh, da ging's ja nach unten, da war ja klar irgendwie. Oh, der Tinnitus. Oh, Kaka. Oh, haben wir uns was getan? Haben wir uns vielleicht eine Rippe angeknackst? Wäre natürlich jetzt nicht so optimal. Hat die Kamera. Was? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich hab Angst, Mutti. Kamera hat's überstanden. Gott sei Dank. Stürzt mir so eine olle Buchbude rein. Ja, drüber, nicht vor. Ja, hier geben 4 Batterien drauf. Mein Irrgarten. Runterkriegen. Ich laufe jetzt gerade kontinuierlich einfach irgendwo her. That's the idea. Labert einer die ganze Zeit, ey. Was ihr Garten, ey. Nein, da kommen wir nicht lang. Alles klar. Gott, jetzt sind wir wieder wach. Wo geht's jetzt lang? Hä? Achso, hier. Okay. Voller Labyrinth hier. Mann. Da besser stehen. Da kriegst du mal. Da ist schon wieder so eine, diese Gruselmusik. Wenn der anfängt zu hecheln, Alter, wie so ein Hund, ey. Malen Parks Rücktritt. Der Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit CC8 8208. Mr. Grant, MRS. Es
ist möglich, dass sie in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park aus Lidwell Co. kontaktiert werden, für eine Information über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns mailen bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Vorheriger Beratungsvertrag trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten physischen Erkrankung zurück. Ich habe Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Information mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Mark Murkoff grundzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hatte einige wenige freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könnte, würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachteten Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich in diesem Fall persönlich... Okay. Ich glaube, das hat man schon mal gelesen. Wieder drinnen. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen, Tote sind eine Überraschung. Sind keine Überraschung mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Das war das Humpel, das ist ausgerutscht und ist von oben runtergefallen. Alles klar. Steif wie ein Brett. Naja, so sind sie, die Toten. Alter, mal nicht so jetzt, ja? Boah. Was? If they catch us, you give us to him. The man downstairs. The man. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Okay, also wir haben in den ersten Dingens haben wir noch so einen diesen Doktor da gehabt. Große Schere. Und jetzt soll da noch einer sein. Kill the rats! He's here! What? I got the wolf! Kill him! Voller Verräter, ey. Und schon wieder was zu lesen, naja. Dr. Ford, Diagnostiziervater Dennis. Dissoziativer Dennis. Hä? An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen Vieren von Dennis Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkennlich war, ob dieses Ergebnis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern
von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremen Narzissmus und einer Zwangneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtung von Dr. Wolfram. Yeah.